Spaß an. Wie geht's dir? Erstmal erste Frage, wie kam es in Mannheim an? Sehr gut. Wie gesagt, ich habe hier schon ein paar Mal spielen dürfen gegen Mannheim und kannte das Stadion, kannte die Fans und wusste, dass hier immer eine geile Stimmung ist. Heute war auch wieder eine super Stimmung, auch wenn hier nicht so viele Zuschauer wie sonst waren, aber hat Spaß gemacht. Ich fühle mich hier wohl. Du hast zusammen mit Daniel Di Gregorio gespielt. Habt ihr euch da ein bisschen ausgetauscht vor dem Wechsel? Oder war das vielleicht auch so ein Punkt, so cool, Dani ist auch da, das macht mir den Wechsel einfacher? Ja, wir haben uns immer mal wieder ausgetauscht. Wir sind immer in Kontakt geblieben und auch vor dem Wechsel haben wir uns kurz geschlossen und er hat mir nur geraten, hierher zu kommen. Und ja, das war auch mit so einem Grund, warum ich gesagt habe, ich mache das hier mit Waldhof Mannheim. So, jetzt bist du auf der LV eigentlich gesetzt, klassischer Linksverteidiger, ich habe dich so beschrieben, eigentlich fehlt dir nur die Größe, ansonsten ist alles überragend, spielstark, wendig, Spielüberblick, technisch sehr versiert, schnell, also eigentlich passt wirklich alles, oder? Ja, gut, das müssen andere beurteilen, ich gebe immer Gas auf dem Feld, ich versuche mein Bestes zu geben und ja gut, mit der Größe, da kann ich jetzt nichts zu machen. Das hat mir der liebe Gott so mit auf den Weg gegeben, aber mein Gott, ich mache das Beste draus. Ja, das ist auch fantastisch. Jetzt gab es natürlich schon ein paar Einsätze für dich. Ich fand, du hast dich immer gut präsentiert. Wie fandest du es heute? Heute war, denke ich, ein sehr schweres Spiel für dich auch, weil Hoffenheim halt auch viel über die Außen gespielt hat. Ja, Hoffenheim ist eine spielerisch sehr starke Mannschaft. Mussten wir die Räume eng machen, immer wieder verschieben, immer achtsam bleiben. War schon sehr, sehr laufintensiv. Ich war jetzt ich war 3 Wochen verletzt gewesen und bin dann kurz vor Stuttgarter Kickers, vor dem Stuttgarter Kickers-Spiel eingestiegen und merke, die Kraft, die ja, ist noch nicht ganz bei 100%, deswegen zwickt es hier und da mal, aber ja, war schon nicht einfach heute. Bei den Stuttgarter Kickers war so der Klassiker Armin-Ecke, Kopfball Schulz. Heute haben wir Segert mit dem Tor gesehen. Heute war irgendwie die Eckballvariation Armin Schulz nicht so präsent. Woran lag es heute? Ja, weil ich den Marcel gesucht habe diesmal. Ah, okay, war also für das ganze Spiel eine andere Taktik ausgelegt. Genau, richtig. Weil Schulz einfach keine Tore macht und Segert jetzt schon 2 Buden. Richtig, Segert ist bekannt für seine Kopfballstärke, deswegen habe ich ihn gesucht und der hat das Ding eiskalt reingemacht. Ja, dann ist es doch fantastisch. Ja, Hassan, dann wünschen wir dir ganz viel Erfolg, verletzungsfreie Zeit, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und dann sehen wir uns am Dienstag gegen Elversberg schon wieder. Dankeschön, mit hoffentlich 3 Punkten. Hoffentlich. So, als nächstes, da steht auch Marcel Segert. Willst du noch kurz? Danach kommt das absolute Highlight. Domenico hat gesagt, soll es in die Mixzone, aber ich stehe doch hier, mein Freund. Messplatz, sind die da oder was? Sehen die das? Die sehen das am alten Messplatz, beziehungsweise im alten Bahnhof. Jetzt erstmal Glückwunsch zu deinem 2. Tor im 2. Spiel. Da können sich unsere Stürmer ja warm anziehen. Und Glückwunsch auch zu 1 Punkt. Ich denke, unterm Strich, wenn man jetzt die Chancen vorne vergleicht mit den brenzligen Situationen hinten, kann man doch wirklich mit dem 1-1 leben. Ja, war auf jeden Fall dann am Ende so ein bisschen offener Schlagabtausch, war eine kritische Situation auf beiden Seiten, 2 gute Hoffenheimer Chancen und wir hatten auch 3-4 richtig gute Gelegenheiten. Von daher hätte das Spiel auch anders ausgehen können auf beiden Seiten und ich denke 1-1 ist in Ordnung. Ja, jetzt habe ich schon, gib mir mein Mikrofon, verdammt, fast das, nein, Gott. Nee, Hanno war heute schon da, der wird mich gleich ablösen hier als Interviewführer, so wie schon zur Ankündigung, was gleich kommt. Heute Armin auf dich, ich habe schon angesprochen, bei den Stuttgarter Kickers war es noch Armin auf Schulz immer die ganze Zeit, wodurch ja aber letzten Endes ja auch der Abpraller entstanden ist. Nein, du kannst es dir aber gerne nochmal anschauen, mein Freund. Auf jeden Fall, heute hat er dich gesucht. Wurde es im Training speziell mal so trainiert? Wir machen immer im Abschlusstraining noch Standards und da haben wir gewisse Automatismen, wo wir hinzulaufen haben, wo der Ball hin muss. Und wir wussten, dass Hoffenheim eine spielstarke Mannschaft hat und dass Standardsituationen für uns auch ein Schlüssel zum Erfolg sein können. Und von daher hat es richtig gut geklappt und das ist eine Sache, die wir in jedem Spiel für uns nutzen können. Wenn du jetzt so weitermachst, wie viele Tore? So, was planst du so für diese Saison als IV? Ja, oder jetzt als RV kann man sich da ja mal eine Zahl vornehmen. Habe ich noch nicht gemacht, aber ich könnte mir gut vorstellen oder ich würde das gerne mitnehmen, wenn es jede Woche so weitergehen könnte. Also 5, sage ich mal, Rückennummer. Genau, ich wollte es gerade vorschlagen. Also wenn wir bei 5 sind, dann lassen wir uns was einfallen für dich.
Alles klar, okay, machen wir so. Dann machen wir das so. Gegen Elversberg bleiben 3 Punkte dann aber wieder hier, oder? Sehe ich genauso, ja. Wir haben einen guten, soliden Start. 4 Punkte aus 2 Spielen war letztes Jahr genauso. Erst unentschieden und dann Sieg. Haben wir jetzt auch und darauf können wir aufbauen. Und sehen die das? Am Altnesse? Ja, natürlich. Ja, so. Dann liebe Grüße an die Waldhof-Fans. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Spiel und hier war eine richtig gute Kulisse dafür, dass nur Dauerkarten und VIP-Store da sein durften und Grüße an euch, ihr seid klasse. So sieht's aus, das haben wir heute auch. Ich komme noch vorbei, wartet. Ansage, also bestellt schon mal 5 Maß, weil Marcel Segert mit der Nummer 5 aufläuft. Natürlich alkoholfrei, was denn sonst? Also, wer wird denn denken, dass du Alkohol trinkst? Kein Kommentar, ne? Die Leute kennen mich da hinten, die wissen ganz genau, dass ich da... Es sieht ja keiner, ja. Es sieht keiner... Kein Zuschauer mehr da. Du kannst sagen, was du willst. Marcel, ich danke dir. Ich weiß nicht, ob du nicht noch hoch musst. Spieler des Tages wurdest du heute. Glückwunsch. Gibt es jetzt so einen Award oder was? Ja, kein Award. Ich glaube, irgendeiner wird einfach nur Spieler des Tages genannt. Ja, weil ich wahrscheinlich das einzige Tor für uns geschossen habe. Aber es waren einige gute Spieler heute. Aller Hopp. Dann sehen wir uns am Dienstag. So, und jetzt werde ich endlich mal abgelöst. Jetzt müsst ihr mein Gesicht und mein Gelaber nicht mehr ertragen. Weil ich jetzt nämlich hier unseren Co-Kommentator heute, Special Guest Hanno Balic, begrüße. Komm Hanno, du kriegst gleich das Mikrofon. Und dann, danke nochmal. Vielen Dank für wirklich geile 90 plus 15 und jetzt noch, also fantastisch. Die Fans werden abstimmen und dann hast du keine Wahl mehr, dann bist du hier öfter. Jo, das ist alles eine Frage. Du weißt, im Fußball läuft alles über Geld. Ja, im Fußball, aber nicht im Livestream. Das ist großer Fußball hier schon. Auch im Livestream schon großer Fußball. Dann darf ich jetzt den zweiten alten Bock aus dem letzten Jahr dazu bitten. Zum Interview der insgesamt 69 Jahre, die hier steht. Stimmt es? 34 bist du, ne? Ja. Gott, bist du alt. Deswegen hast du ja aufgehört. Richtig, weil ich noch ein Jahr älter bin. Genau. Micha, ich fange seriös an. Kurze Einschätzung von dir zum Spiel heute. Ich glaube, in der ersten Halbzeit verdient die Führung gegangen, mehr fürs Spiel gemacht, wie Hoffenheim. Auch zur Pause eindeutig die bessere Mannschaft, bestimmt die Mannschaft gewesen. Nach der Pause ein bisschen uns zu tief fallen lassen, glaube ich. Nicht mehr so geschafft, vorne anzulaufen, nicht mehr in die Zweikämpfe so richtig gekommen. Natürlich durch einen individuellen eigenen Fehler den Ausgleich kassiert. Und dann müssen wir natürlich vorne das ein oder andere Ding machen. Und am Ende können wir dann sogar noch froh sein, dass dann der Konter oder die Konterchancen, 2, die sie hatten, nicht reingegangen sind. Sonst kannst du noch am Ende ohne Punkt dastehen. So müssen wir mit dem Punkt leben. Natürlich muss man, glaube ich, hier 3 Tore schießen. Wenn wir noch einen kriegen, geht es halt 3-2 aus. Aber ja, im Endeffekt, wie gesagt, sind wir zufrieden mit dem Punkt erstmal. Ja, ich habe die Hoffenheimer auch nicht so schlecht gesehen. Also auch für den frühen Stand, für eine U23 sich wirklich hier teuer verkauft. Euch wirklich alles abgefordert und hast ja auch gesagt, zum Schluss kannst du nochmal in die andere Richtung gehen. Also ich denke, ein Punkt geht heute auf beiden Seiten in Ordnung. Siehst du auch so? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, man hat bei Hoffenheim gesehen, wie letztes Jahr, gute junge Leute, spielerisch sehr stark, hatten auch einen großen Umbruch. Ich glaube, es waren noch 2 oder 3 Spieler vielleicht von letztem Jahr dabei. Ansonsten alles junge Leute. Ist immer schwierig, gegen solche technisch und spielerisch starken Mannschaften da dagegen zu halten. Deswegen mit dem Punkt, wie gesagt, können wir erstmal leben und war okay. Ich denke auch, Start gelungen, muss man sagen. Ne? Sehr schwieriges Auftaktprogramm jetzt. 4 Punkte mit dem Auswärtssieg muss man jetzt nicht unbedingt rechnen bei den Stuttgarter Kickers. Jetzt ist die nächste Aufgabe, steht wieder schon wieder vor der Tür. Natürlich auch ein Knaller, kann man sagen, dann gegen Elversberg. Was nehmt ihr euch da vor? Ja, erstmal muss man sagen, dass Elversberg, glaube ich, mit den Neuzugängen, die sie getätigt haben, absoluter Top-Favorit in der Liga ist. Waren ja letztes Jahr schon oben mit dabei, haben alle Spieler da behalten oder fast alle Spieler da behalten, haben 4, 5 Spieler aus der ersten und zweiten Liga dazu geholt. Von daher glaube ich, dass die erstmal Favorit sind, wenn sie hierher kommen. Nichtsdestotrotz wollen wir alles dagegen versuchen, um hier wirklich mit einem positiven Erlebnis aus dem Spiel rauszugehen. Wir müssen natürlich versuchen, dass wir auch über ein komplettes Spiel mal in die Zweikämpfe kommen, nicht so viele Räume lassen, wie es in der zweiten Halbzeit gegen die Kickers schon der Fall war, wie es heute in der zweiten Halbzeit teilweise der Fall war. Und dann natürlich vorne die Chancen nützen, dann haben wir auch gegen Elversberg eine Chance. Und wir haben letztes Jahr ein paar Mal gezeigt, dass wir auch gegen den vermeintlich stärkeren Gegner gewinnen können und dagegenhalten können. Von daher, wir freuen uns auf das Spiel, freuen uns, dass die Fans Gott sei Dank wieder da sind. War schon eine komische Atmosphäre heute mit so wenig Zuschauern. Natürlich haben die alles gegeben, hab schon gehört, dass sie versucht haben, so viel Stimmung wie möglich zu machen. Aber es ist natürlich was anderes, wenn dann 6.000, 7.000 Zuschauer sind wie 800 Zuschauer.
Ja, das sehe ich auch so. Ich habe euch das erste Mal gesehen, das erste Spiel konnte ich leider nicht verfolgen. Ein bisschen andere taktische Formation als letztes Jahr, wo wir viel aus dem 4-2-3-1 gespielt haben, wo Philipp hinter der einzigen Spitze Chusi letztes Jahr gespielt hat, der ja auch eher über den spielerischen Moment gekommen ist. Jetzt eher mit zwei großgewachsenen Stürmern in dem 4-4-2, wo auch dann ein bisschen mehr mit langen Bällen agiert wird. Das ist schon so jetzt auch im Moment so ein bisschen die Ausgangslage und das, was man im Moment spielen will, mit langen Bälle und dann nachrücken. Ja, wir wollen natürlich defensiv erstmal kompakt stehen, das ist klar. Mit den beiden Spielern, das sind natürlich andere Spielertypen wie der Chusi, du hast schon gesagt, oder wie der Philipp, die du im Fuß spielen kannst, die wirklich gut aufdrehen mit dem Ball, die dann da ja technisch auch sehr, sehr versiert sind. Das sind zwei Spieler, die großgewachsen sind, die den Ball gut halten können, die ihn ablegen können und dann wieder in die Tiefe gehen. Hat man in der ersten Halbzeit sehr, sehr, sehr gut gesehen, dass sie es gut gemacht haben. Hat gegen Kickers auch sehr gut funktioniert. Der eine verlängert, der andere geht in den Raum rein. Ich glaube, die Abstimmung zwischen den beiden funktioniert schon gut, obwohl der Nikolas ja erst zwei Tage oder 10 Tage da ist. Von daher war es okay. Jetzt haben wir natürlich durch das, dass der Philipp wieder voll fit ist, auch da natürlich nochmal eine Option. Und wer weiß, in dem einen oder anderen Spiel werden wir dann wahrscheinlich auch wieder auf das altbewährte System umschwingen. Und dann können wir auch wieder so einen ähnlichen Fußball spielen, wie es letztes Jahr der Fall war, weil der Philipp eben ja der Spieler ist, der die Bälle dann gut in die Lücken und in die Gassen steckt. Und ja, jetzt erstmal haben wir so agiert und bisher war es relativ erfolgreich. Von daher spricht er nichts dagegen. Du sprichst auch dann für die taktische Qualität und die Flexibilität, die man dann dazu gewinnt, wenn man dann das eine oder andere System dann noch wirklich gut spielen kann. Michael, letzte Frage, dann darfst du auch endlich duschen, sonst bist du in deinem Alter noch krank, wenn du hier so lange stehst. Was für mich wichtig ist, oder sind die Neuzugänge alle integriert? Passt die Truppe? Weil das, glaube ich, letztes Jahr das war, was uns stark gemacht hat. Kannst du da vielleicht mir und den Zuschauern da einen kurzen Einblick geben? Wie ist im Moment die Stimmung in der Truppe? Wie haben die Neuen sich eingefunden? Passt es auf den Platz alles? Aber passt vor allen Dingen auch außerhalb. Ja, also charakterlich erstmal sind wirklich alle top. Man muss sagen, die haben sich sehr gut und sehr schnell integriert in die Mannschaft. Ist, glaube ich, bei unseren Spielern, die da geblieben sind, auch nicht so schwer. Du hast ja selber miterlebt, ich ja auch. Von daher war es sehr einfach, die passen sich alle an. Natürlich fehlt das eine oder andere fußballerisch noch von der Abstimmung her, das ist ganz normal, das kommt über die Zeit. Der eine oder andere war auch lange verletzt in der Vorbereitung. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen seine Zeit, bis da alle wirklich auch spielerisch auf dem gleichen Niveau sind. Aber ja, wie gesagt, die Stimmung in der Mannschaft ist erstmal sehr gut und ziehen auch alle gut mit, sind auch alle immer mit dabei, auch die nicht spielen, das ist ja auch wichtig, haben uns letztes Jahr sehr, sehr stark gemacht und da wollen wir natürlich versuchen, das dieses Jahr genauso beizubehalten, weil man eben finanziell natürlich nicht Möglichkeiten haben, wie jetzt Elversberg zum Beispiel oder Saarbrücken, die immer jedes Jahr extrem aufrüsten mit guten Spielern. Da muss man schauen, dass wir eben über den Teamgeist, über den Zusammenhalt kommen, wie es letztes Jahr auch der Fall war. Also bist du als Spieler und als Co-Trainer mit den ersten zwei Spielen soweit zufrieden? Soweit, ja.